Ich habe gehört, du kannst gut klettern. Wasser. Bitte. Ich sagte doch, sprich nicht mehr. Die kleine Ratte von gestern. Immer noch da. Da kommt der Abschaum. Eine besondere Ehre für dich heute. Sprengsätze haben gestern nicht gezündet. Irgendein Dreckfresser muss durch die Tunnel kabeln und sie zünden. Und unter den Dreckfressern seht ihr zwei nicht aus wie Könige. Glotz nicht so, Sharku. Was ist ein Dreckfresser? So nennen sie Sklaven, die sie für nutzlos halten. Komm schon. Hier lang. Nimm eine Lampe mit. Es ist dunkel dort. Dunkel. Dünner Mann kann garstiges Licht behalten. Früher hatten sie Zwerge für diese Art von Arbeit. Aber die sind alle weg. Jetzt schicken sie die ausgehungertsten Sklaven. Arbeiter haben den Sprengstoff angebracht. Aufgabe der Dreckfresser ist, ihn zu zünden. Am Ende des Tunnels findest du ein Fass mit brennbarer Flüssigkeit. Geh runter, zünd es an und renn um dein Leben. Warum? Wenn du die Dämpfe riechst, weißt du warum. Keine Zeichen. Diese Tunnel wurden noch nicht geräumt. Nimm ein paar Zünder mit. Die roten Steine. Kriech zu den Fässern und leg den roten Stein rein. Dann schmeiß ihn und halt die Luft an. Und was macht der dünne Mann? Ich halte Wache. Das muss es sein.
kannst also im Dunkeln sehen, hm? Willst du ein Geheimnis wissen? Machen wir zuerst diese Tunnel fertig. Hier entlang. Es gibt noch mehr von den verfluchten Dingern. Schmiegel will nach Hause. Zum Fluss. Netter, kalter Fluss. Geht aber nicht, oder? Ich hab gehört, du kannst gut klettern. Wasser. Bitte. Ich sagte, ja, die kleine Ratte von gestern. Eine besondere Ehre für dich heute. Sprengsätze haben gestern nicht gezündet. Irgendein Dreckfresser muss durch die Tunnel krabbeln und sie zünden. Und unter den Dreckfressern seht ihr zwei nicht aus wie Könige. Glotz nicht so, Sharku. Die fällt uns noch auf den Kopf. So nennen sie Sklaven, die sie für nutzlos halten. Komm schon, hier lang. Nimm eine Lampe mit. Es ist dunkel dort. Wir lieben dunkel. Dünner Mann kann garstiges Licht behalten. Früher hatten sie Zwerge für diese Art von Arbeit. Aber die sind alle weg. Jetzt schicken sie die ausgehungertsten Sklaven. Arbeiter haben den Sprengstoff angebracht. Aufgabe der Dreckfresser ist, ihn zu zünden. Am Ende des Tunnels findest du ein Fass mit brennbarer Flüssigkeit. Geh runter, zünd es an und renn um dein Leben. Warum? Wenn du die Dämpfe riechst, weißt du warum. Keine Zeichen. Diese Tunnel wurden noch nicht geräumt. Nimm ein paar Zünder mit, die roten Steine. Kriech zu den Fässern und leg den roten Stein rein. Und halt die Luft an. Und was macht der dünne Mann? Ich halte Wache. Thank you.
kannst also im Dunkeln sehen, hm? Willst du ein Geheimnis wissen? Machen wir zuerst diese Tunnel fertig. Hier entlang. Es gibt noch mehr von den verfluchten Dingern. Müssen wir gehen? Dünner Mann tut nichts. Du musst lernen. Ich werde nicht immer da sein, um dich anzuleiten. Wie wir, was? Nein, kann er nicht. Noch einer. Los, komm. Was ist das Geheimnis? Hm? Ach, vergiss es. Hat es Essen? Hat es schönen Fisch versteckt? Nicht hier. Mach den letzten Tunnel fertig, dann treffen wir uns oben bei den Käfigen. Was ist das? Hier riecht's nach Unfähigkeit. Ei, Baluso Luknas Klimmerib. Warum? Warum? Und jetzt will er Brot? Dafür, dass er durch den Dreck gekrochen ist? Hier hast du eins. Niemand soll Kuschnach ungerecht nennen. Zurück nach oben mit dir. Dünner Mann kann uns jetzt Geheimnis verraten. Erinnerst du dich an die Zwerge, von denen ich sprach? Einer von ihnen hat mir mal was erzählt. Siehst du die Gebäude da oben über der Brücke? Die musste er bauen. Eine gefährliche Arbeit. Aber mit der Zeit fand er heraus, wann und wo die Wachen standen. Er stahl rote Steine und versteckte sie in einer Höhle nahe der Brücke. Einen Stein pro Tag, damit die Wachen nichts merkten. Warum? Was glaubst du, warum? Was ist passiert? Eines Tages.
Es ist er ausgerutscht und gestürzt. Oh, das ist keine schöne Geschichte. Wohl eher nicht. Mehr sag ich gar nicht. Aber du hast ihr Wasser gegeben. Hey, der kleine Gollum hat Brot. Jetzt schuldet Gollum es mir. Dein Brot. Oder bist du taub? Bist du taub, kleiner Gollum? Vielleicht würde Orko ruhiger schlafen, wenn wir sein Freund wären. Ist das eine Drohung? Drohst du mir etwa? Ich heiße Saffut. Aber dünner Mann tut es auch. Bleib dicht bei mir. Ich kann es dir zeigen. Dieser große Aufzug mit der Glocke? Wir nennen ihn Klappermann. Du kannst hören, warum. Das ist dein Weg hinein. Von hier aus kannst du sie nicht erreichen. Aber es gibt noch einen anderen Zugang. Von unten. Der Viehmeister lässt uns nicht da unten arbeiten. Er bellt nur. Er beißt nicht. Er hasst nur Schleimer. Folg mir in die Kanalisation. Jetzt beweg dich schon. Komm schon, wieder Bewegung. In die Kloake! Du liebst doch den Gestank! Du stinkst bereits. Gut, ich werde dich mit dem Mormak runterschicken. Was ist Mormak? Die Käfige, die zum Turm des Lichts hinauffahren. Weißt du, warum wir sie die Stille Treppe nennen? Wenn die Todgeweihten in einem Käfig hinaufgeschickt werden, werden ihre Schreie von Angst erstickt. Sie steigen hinauf, ohne Stimme, und zurück in diesen Kanälen kommt das Mormak, das dunkle Wasser, das die Bestien von Mordor ernährt. Wenn du den Graben verlässt, wirst du den Klappermann sehen, den Aufzug mit all den Knochen, erinnerst du dich? Der Klappermann wird dich zu den Hallen Gronds bringen, falls du dort lebend ankommst. Sobald ich das hier geöffnet habe. Viel Glück. Lauf!
wenn er uns beobachtet? Der dunkle Herrscher. Was, wenn er sieht? Aber nicht den kleinen Smeargol. So viele Dinge, nach denen er Ausschau hält.